Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Ozone Light mit mir, dem Blöpi, und mit dem Regen natürlich schon wieder. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen hier bei Agriculture schon mal angefangen. Infernium. Ich habe gelesen Inferium. Ein Apfel und vier Essenzen haben die Essenzen, ja, Hammer, vier Stück. Ein Apfel will ich, danke. Was macht eine Absorption? Okay. Da. Gut. Okay. Rich Charm. Warum kriege ich immer so beschissene Charms? Ich finde sie beschissen, sorry. Es kann sein, dass sie manche nicht beschissen finden, aber ich finde sie beschissen. Muss ich einfach drin stehen bleiben. Dann füllt sich die Watering Can. Also da passiert nichts. Wir brauchen aber ein bisschen Essen. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Eigentlich möchte ich ja ungern. Eigentlich möchte ich ja hier die Insel erweitern. Da kann man mal wieder Cobblestone reinmachen. Eigentlich sollte ich ja mit der Schmelze anfangen. Das wäre wahrscheinlich auch die bessere Lösung. Oder mit, was ist das? General Revolution? Solar Array. Mal gucken, was braucht man dafür? Spiegel, Spruce Planks, Solar Array, Klarschreibe und Eisen. Ja, super. Basiskondensator. Mal gucken. Basiskondensator. Auch Kupferbarren, 2 Redstone, 4 Goldnuggets. Ich habe doch hier irgendwo Goldohr, ja, Gold haben wir, Kupfer haben wir auch. Schön, schön, schön. Damit man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier anfange mit Ender-IO, habe ich ja schon gesehen, dass wir die Ärzte verdoppeln können. Also sprich, das, was rauskommt.
Wie viel Redstone war das? Zwei. Ich habe aber nur ein. Nee, habe ich nicht. Bin ich denn bescheuert? Ich hab doch hier 9 Stück. Ach, ich muss 4 Stück machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Da habe ich nämlich nicht genug. Ich habe genug. Vergesst es. Ich bin mal wieder ein bisschen ballaballa. Geht doch. Also haben wir 4 Stück. Ender Solar. Ender. So, jetzt muss ich ihn nur finden. Ja, anders. Bin ich doof. Foto. Da sind sie. Uff. Es wäre auch schön, wenn man... Schon wieder so scheiß Klos drum waren. Es wäre halt schön gewesen, wenn man zum Beispiel bei Mystrick, wenn man immer so solche Bücher hätte. Gibt es hier überhaupt ein Buch, wo alles genau erklärt? Haben wir jetzt eigentlich... Ich glaube, das war vorhin ein Fehler. Dann muss ich das unten drunter machen, dann Erde bzw. Ackerboden und dann das. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt ein bisschen Rüstung. Dann könnte man das auch mal im Wagen hier ein bisschen runter zu gehen. Mit der Hoffnung, man findet Monster. Smaragd. Jetzt erstmal das Inferium suchen.
Jetzt mal gucken. Ja, ich habe auf hell. Ich habe ja in der letzten Folge angesprochen, dass eigentlich ein Projekt geplant ist, aber dass das ja momentan leider ausfällt, also die Planung, weil einfach, ich sag jetzt mal, der eine Projektleiter hat momentan ein bisschen Stress um die Ohren. Danke für den Leck. Wow. Ach. Cool. Geht also doch. Aber da fehlt jetzt doch ein Samen. Hallo? Samen? Du kriegst nicht immer den Samen zurück? Was soll denn der Scheiß? Egal. Da oben war ja noch ein Ferium. So. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin so vergesslich momentan, das glaubt ihr gar nicht. Hab ich eine Hake? Nein. Ich habe alles Mögliche, aber keine scheiß Hake. Hab ich Stöcke? Ja. Ich glaube nämlich, dass man auch da die Erde haken muss. Und ich vermute einfach mal, dass das nicht geht, weil hier kein Wasser ist. Aber ich habe ja zum Glück einen Wassereimer. Ja, geht doch schon. Perfekt. Ja, vielleicht folgen auch demnächst mal ein paar andere Videos, sprich ich spiele wieder aktiv Clash of Clans, und da habe ich ja schon früher ein paar Videos gebracht, und da werden wahrscheinlich in Zukunft wieder weitere Videos folgen. Ich weiß, in der Folge war ich jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich sage jetzt mal so, mir geht's immer noch nicht so wirklich prickelnd. Aber dennoch, ich finde einfach, ich möchte euch gerne unterhalten. Ich möchte für euch was produzieren, und da, ja,
springe ich dann halt über meinen eigenen Schatten. Ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht böse. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen und Daumen nach unten. Wobei das Daumen nach unten ist scheiße. Finde ich scheiße, wenn man dann nicht kommentiert, warum, wieso, weshalb. Also, bewertet gerne die Folge, kommentiert. Könnt auch gerne ein Abo da lassen. Und gleich folgt noch die Endcard und ich sage dann Tschüssikowski und ciao.